Und was soll ich mit dem? Ist ja noch zu. Aber die alte Farmkompanie, was hat das zu bedeuten? Da frage ich mich eben auch. Wir könnten ja den Brief einfach auftun. Dann kommt Licht ins Dunkel. Richtig. Und wenn wir dich würden am Kopf operieren, dann käme mir ins Dunkle! Warum kommt mein Junge einen Eingeschriebenen über aus Zürich? Ja. Was macht der Zürich? Redet er da nicht miteinander, hat er Streit? Könnte ein Liebesbrief sein, oder was? Nein, für mich ist er nicht. Das ist kein Liebesbrief. Aber hast du deinem Sohn gerade gesagt? So etwas werde ich nie bewilligen. Schon ein Bialdi-Puff ins Mühlendorf gesessen. Was wollte ich denn machen? Ich wollte doch mit dem Andi keinen Streit. Und rein offiziell weiß ich auch gar nichts von dem Brief. Weißt du, was wir jetzt einmal machen? Zuerst einmal nichts. Ja. Richtig. Du sollst gerade Bundesrat werden. Oh, das ist Antonio. Ich kann nicht mehr schlafen. Oh, Dio mio. Ein Schluck Grappa, per favore. Oder von diesem feinen Bruderschnaps. Meine Hals ist so trocken, wie eine Wurst. Selbstverständlich, Herr Professor. Gegen einen trockenen Hals ist so ein Kräuter die beste Medizin. Aber, sagen wir mal, Herr Professor, haben Sie eigentlich schon gefunden, was Sie gemacht haben? Das darf ich nicht sagen. Ist eine grande Segreto. Niemand darf wissen, wenn ich finde diese Tomba. Alberto Tomba, das war sehr ein berühmter Skifahrer, aber der ist nicht zu Mühle da. Also ich kann ja nicht Italienisch, aber bei Fachausdrücken komme ich dann raus. Und Tomba, das heisst so viel wie Grab. Schauen Sie, Amuleto, ich habe es überkommen über Gualtiero. Nicht der vom Huberwald? Ja, aber... Weißt du, mit der Kette? Ja, ich suche und suche und suche. Das wäre ja eine richtige Sensation. Das Grab vom Kaiser Nero in unserem Vorgarten. Marco Aurelius, nicht Nero. Stellt euch das einmal vor, ein römischer Kaiser ist bei uns begraben. Der Cäsar vom Mühlendorf. Genau, der Cäsar vom Mühlendorf. Ich sehe es schon vor mir. Ein römischer Kaiser in Mühlendorf gefunden. So steht's. Guten Morgen, Mutter. Morgen, Andi. Ist der Pöstler schon da gewesen? Sitz noch an, ich gehe dir was zu machen. Nein, danke. Ich muss einen Bahnhof einen Gast aus Zürich abholen. Ein Gast? Ja, die Frau Gruber. Und von dem habe ich noch gar nichts gewusst. Ja, jetzt weiss ich es. Und ist jetzt der Pöstler schon da gewesen? Ja, ist er. Ja, hat er etwas für mich dabei gehabt? Nein, nur mehr Reklame. Angela, buongiorno. Alles gut, danke. Nein, noch nicht gefunden den Graf von Marco Aurelius. Ich suche ganze Tag, aber nichts finde, nichts. Was du sagst? Du kommst hier? Oh, das freut mich besonders, molto. Aber bitte, nicht schreiben auf die Gazzetta, auf die Zeitung. Und den Graf von Marco Aurelius. Va bene? Top secret. A presto, amore mio. Ah, diese Frauen, alle wollen amore mit Professore.
So, ihr Zwagen. Ein guter. Danke. Herr Professor, ich wollte jetzt auch nicht aufdringlich sein, aber sind Sie sicher, dass der César unserem Pfarrer vergeben ist? Was ist das denn von mir? Und? Gefällt es dir da? Ja, genau so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Es muss unbedingt alles so bleiben, wie es ist. Alles so schön nostalgisch. Das passt super zum Beauty Hotel. Ein genialer Kontrast. Aber da wollen die Investoren mitmachen. Ich habe bis zum heutigen Tag noch keine schriftliche Zusage von dieser Stiftung bekommen. Ja. Ah, was gibt's jetzt in Mühlendorf so Spezielles, wo mich könnte interessieren? Ja, das ist ja eigentlich noch ganz geheim. Ui, geheim? Das klingt sehr interessant. Es geht aber nicht etwa ums Grab von César. Woher weißt du das? Also Sie wollen jetzt tatsächlich da bei uns Ihre, soll ich sagen, Ihre Arbeit verrichten? Ja. Und ich hoffe, Sie haben dann auch mal ein bisschen Zeit für mich. Was, ich? So, Frau Hofstetter, Ihr Zimmer wäre parat. Was für ein Zimmer? Oh, ich glaube, die Dame wohnt bei uns. Also, Herr Portmann, ich hoffe, ich darf mit Ihnen rechnen. Und Sie, haben Sie vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für mich? Ich helfe mir gerade mit dem Koffer. Ich zeige Ihnen das Zimmer. Wo ist der Bums-Dings? Der Dings-Bums unbedingt verhindert. Ständige so Leute, die unter meinem Haus sind, da, in meinem Haus umeinander auf, kann ich ja gar nichts garantieren. Am Schluss überkomme ich den Armen die Sexsucht. Hey, da geht schon nicht. Geht sicher nicht. Nur schon aus kulturellen Gründen. Ich verstehe nur noch Bahnhof. So eine Beauty Farm steigert doch die wirtschaftliche Potenz enorm. Lass mal zu, Anni. Du musst dir sicher noch keine Gedanken machen über unsere Potenz. Was soll ich organisieren? Ich schwöre, ich habe den Brief abgeschickt. Eingeschrieben sogar. Ich verstehe nicht, wieso dass der Herr Lucia uns in den Bahnhof abgeholt hat. Vielleicht haben Sie das falsche Datum geschrieben. Ich bitte Sie, ich bin doch nicht blöd. Naja, so gescheit aber auch nicht, weil unter gut organisiert verstehe ich etwas anderes. Ich kann es nicht glauben, dass ausgerechnet der Portmann sich quergestellt hat. Wenn ich mit ihm reden. Ich weiß nicht. Manchmal ist er ein sturer Bock. Aber was soll ich machen? Ich habe der wichtigsten Stelle schon alles vorgesprochen. Was regt sich denn so auf? Er könnte mir die Baubewilligung verzögern. Da könnte lange, dass wir die Investoren abspringen. Und wenn ich mit ihm reden. Du? Und wie willst du das machen? Mit weiblichem Charme natürlich. Du musst aber aufpassen, der Portmann ist noch ledig. Eva Gruber von Zürich. Das ist der Portmann von Mühlendorf. Hast du viel von Ihnen gehört? Ja, aber in Zürich. Ja, sicher. Wir sagen, in Mühlendorf gibt es eine Gemeindepresse, die mit der Zeit geht. Voller neue Ideen. Ja, ja, das ist richtig. Macht, was man kann. Darf nie stehen bleiben. Sie haben recht. Aber sagen Sie mir doch Eva. Gern, mit der Josef. Aber wenn ich darf, wandere ich Sie. Was macht denn so eine hübsche Frau ganz alleine zu Mühlendorf? In der Stadt gibt es nur Langweiler. Vielleicht trifft ihr da jemanden. Ja, du weißt nie. Aber machen wir nicht zu grosse Hoffnungen. Normalerweise sind alle attraktiven Männer auf dem Land schon vergeben. Fast alle. Gibt noch ein Bestand. Aber wenn Sie Rückenschmerzen? Ja, von vielen Kofferschleppen. Und das kenne ich. Zum Glück habe ich eine Crema Famosa. Eine wunderbare Crema. Es macht Rücken wie Gummi. Hätten Sie mir etwas von dieser Creme für den Rücken? Certamente, ich konnte Sie ein bisschen von der Creme geben, aber auch ein kleines Massaggio. Oh, nicht so stürmisch, Herr Professor. Bitte, nicht sagen Professor, sagen Sie Giovanni. Ich bin Giulia. Wenn du bist Giulia, ich würde sein Romeo.
Und wir kennen uns doch gar nicht. Egal, meine saubere Hände funktionieren trotzdem. Wenn auch Frau Hammer wir gesehen. Aber sie schläft. Wenn sie schläft, sie mich macht Kontrolle. Du bist mir aber am Schlimmen. Nein, zum ersten nur Massaggio. Aber wir besser machen wieder in mein Appartamento. Und vielleicht zum zweiten auch ein bisschen Rotwein mit deiner Optimatherapie. Lauter Knochen in Scherben. Und so alte Vase, wie beim Hubwart im Keller. Genau. Und da habe ich eine Idee gehabt. Suchst du etwas? Ja. Glühbirne. Am besten graben wir das Zeug wieder rein. Wieder reingraben? Hast du die Sonne verquetscht heute? Hey, Kurt hat schon recht. Die Sachen dort im Keller nützen nichts. Der Professor muss doch finden, sonst glaubt niemand, dass das von Cäsar ist. Genau, am Schluss muss alles aussehen auf dem Bild. Der Cäsar und all die Grab eingehen. Kann man nie den Cäsar verbuddeln? Ist das? Ich schon. Was du? Hey, ja, unser Hund hat doch Cäsar gehabt. Also, willst du nach warten? Verstanden? Hört sie miteinander? Wer sind Sie? Dann Haufen Leute hier. Und wer sind Sie? Pia Geisberger, Vize-Gemeindepräsidentin. Nummer 14, denke ich mir noch zweite im Leben. Hey! Kennen Sie den Unterschied zwischen diesem Hundehütli und einem Vize-Gemeindepräsidenten? Ein Hundehütli ist für den Hund, der Vize für die Katze. Haben Sie da WLAN? Weißt du? Ich brauche es fürs E-Mail. Nein, E-Mail haben wir keins. Wir haben nur Weizen und Roggenmehl. Ja, dann hole ich aus der Sitzung. Hoi, Richi, ich bin's. Du, ich habe exklusiv Story. Eine Römergeschichte. Hey, der Professor hat das Grab doch tatsächlich gefunden. Irrigkeiten. Oh, das ist der falsche Herr Lussi. Der Sohn von mir ist Andreas Lussi. Grüezi wohl, Sie müssen entschuldigen. Mein Vater hat Ihren Brief irrtümlicherweise an sich genommen. Er hat mich nie erreicht. Sehen Sie, hat er mir falsch geschickt. Ich sage, Sie müssen Sie Ihrem Sohn weitergeben. Da habe ich noch gar nichts vergessen. Also ihr könnt reden, wann ihr wollt. Aber so ein Spiel kommt nicht da nicht. Und ich hat gemeint, ich sei den allergrößten Schatz. Nein, Cäsar ist mein großer Schatz. Cäsar, ich habe gesucht und gefunden. Frau Julia, ich habe nicht gesucht, nur gefunden. Mein Schatz? Ja, was ist der Amore gegen Cäsar Marco Aurelius? Cäsar kommt nur einmal in das Leben. Frauen Sie, wir sind in die Wüste. Sehr gern. Sie hat schließlich nicht jeden Tag das Grab vom Cäsar gefunden. Schauen Sie, haben wir alte Kugeln, Vasen und alte Knochen gefunden. Was denken Sie? Was glauben Sie? Oh, ja, ich habe es schon gesehen. Und ich muss sagen, ja, dass der Grab echt ist. Echt, da geht es nicht mehr. Also, Sie. Jetzt bin ich. Cäsar von Mühlendorf! Sagen alle, schön brav, Ave Cäsar!